Ja, hallo liebe Spreekick-TV-Zuschauer. Wir sind natürlich immer noch bei der Gala des Berliner Fußballverbandes. An meiner Seite Timo Cumnarski hat gerade den Preis zum Trainer des Jahres 2014 gewonnen. Timo, ganz ehrlich, jetzt erstmal am Anfang, wie fühlst du dich mit dem Preis? Ja, man ist natürlich schon sehr stolz und dass die Arbeit, die man die ganze Saison gemacht hat, wir als Verein, als Verantwortliche, die Mannschaft vor allem, dass es dann auch irgendwo anerkannt wurde von den Wählern. Also ich bin super stolz, klar. Ganz kurz zur letzten Saison. Zur Hinrunde wart ihr auf jeden Fall das Team schlechthin. Ihr habt praktisch einen Durchlauf gestartet und hingelegt. Nachher zur Rückrunde ist man ein bisschen gestolpert. Woran hat es gelegen? Und dann aber auch am Ende letztendlich den Titel festzumachen? Ich glaube, wenn man die Rückrunde sieht, haben wir im Endeffekt 3 Punkte weniger geholt als Tasmania. 3 oder 4, wenn ich jetzt genau überlege. Und da kann man nicht davon reden, dass wir gestolpert sind. Wir haben von der Punktzahl her, glaube ich, ähnlich viele geholt, wenn nicht sogar mehr als in der Hinrunde. Tasmania hat eine überragende Rückrunde gespielt. Und das war das Einzige, das muss man anerkennen. Die haben sich im Winter natürlich brutal verstärkt damals. Und da wussten wir auch, dass wir einfach marschieren müssen. Ansonsten wird Tasmania uns noch einholen. Und das haben sie am Ende aber nicht geschafft. Und am Ende zählt nicht nur eine Rückrunde, eine komplette Saison. Man kann sich im Winter mit Qualität nochmal mit Sicherheit verstärken, aber es hat dann nicht gereicht. Und wir sind, denke ich, absolut verdient auch aufgestiegen am Ende. Ja, du sprichst es gerade an, jetzt am Ende ist man aufgestiegen, man ist in die Oberliga aufgestiegen, in eine Liga, aus der sich zum Beispiel der VSG Altglienicke zurückgezogen hat, weil man letztendlich nicht die Mitte gefunden hat. Was ist jetzt der Plan mit Hertha 03 Zehlendorf? Wie geht man die Saison an und wann schafft man vielleicht sogar den nächsten Aufstieg? Ich glaube, erstmal müssen wir nach so vielen Jahren, die wir jetzt in der Berlin-Liga uns aufgehalten haben, zufrieden sein mit diesem Aufstieg in die Oberliga. 14 Jahre haben wir gebraucht, wollten jedes Jahr eigentlich irgendwo angreifen. Dieses Jahr hat es geklappt. Wir sind erstmal super zufrieden im Verein, dass wir jetzt wieder in der Oberliga spielen. Und wir haben immer gesagt, wir wollen von unserer Jugendarbeit profitieren, dass wir unsere jungen Spieler im Verein halten können. Und da brauchen wir diese Plattform Oberliga zumindest, und ich glaube, dass langfristig, wenn wir diese Mannschaft beisammenhalten können, eine sehr junge Mannschaft, auch vieles möglich ist, aber wir werden auch nicht übermütig und werden nicht anfangen, jetzt davon zu reden, dass wir sofort diesen Schritt in die Regionalliga planen. Das ist Schritt für Schritt. Danke, Timo.